Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge aus der Reihe Interview mit einem Spieleautor. Ja, Christwan. Wir haben hier den Christwan, der, wo wir auch selber ein Spiel hier gespielt haben auf dem Queen Games Tag. Und erzähl doch mal ein bisschen was von dir, Christwan, was du so gemacht hast. Ja, ich habe ein Spiel erfunden, wie man sieht. Das ist eine überarbeitete Version eines Spiels, was vor 20 Jahren veröffentlicht wurde. Das hieß Pfeffersäcke und das war eins meiner Lieblingsspiele schon damals und ich hatte immer den Wunsch gehabt, es wieder zu veröffentlichen, insbesondere natürlich verbessert, und das heißt in diesem konkreten Fall Eingangshürde senken, gleichzeitig aber Spieltiefe steigern. Und ich glaube, dass das sehr gut gelungen ist. Wie bist du denn ausgerechnet nach 20 Jahren darauf zu kommen, das Spiel jetzt zu modifizieren oder auf diese neue Idee? Nein, das ist nicht nach 20 Jahren passiert. Das war schon länger die Idee, es wieder zu veröffentlichen. Und ich hatte dann bei Queen Games einen Verlag gefunden, der sich sehr dafür interessiert hat. Und wir haben schon längere Zeit an diesem Spiel gearbeitet und versucht, es möglichst optimal dann umzusetzen. Ja, gerade das Spiel ist ja ein Area-Control-Spiel, könnte man sagen. Ja, ne? Ja, kann man sagen, ja. Genau. Und es geht dann immer um Mehrheitenwertung dann in den einzelnen Städten und schließlich auch in den Regionen. Ja, ganz genau. Das mit der Regionenwertung ist etwas, was am Schluss eine ganz besondere Dynamik gibt, denn das Spiel hat ein ungewisses Ende. Es ist nicht, es gibt insgesamt 10 Regionen, aber wenn mindestens 8 gewertet wurden, endet die Partie. Aber der Spieler, der die 8. Region wertet, kann vielleicht auch die 9. oder sogar die 10. Region werten, je nachdem, ob die anderen Spieler ihn lassen und ob er sich diesen Vorteil erspielt hat. Und damit natürlich noch eine ganze Menge am Ende des Spiels manipulieren, denn Regionen, die nicht gewertet werden, bringen den Beteiligten dort keine Punkte. Insbesondere natürlich auch die Städte, die in diesen Regionen sind, die bringen auch keine Punkte. Das heißt, da kann man am Schluss richtig was manipulieren, was für mich nochmal einen schönen Showdown gibt. Am Ende wird es nochmal richtig spannend. Schaffe ich es nochmal dran zu kommen und meine Region zu werten, oder kommt mir ein anderer zuvor und ich habe das Nachsehen? Ja, und man hat ja auch eigentlich immer einen Überblick hier, im Gegensatz zu anderen Spielen, wo dann hinterher noch Siegpunkte errechnet werden müssen und dann hinterher ganz überraschende Endungen kommen. Hier ist es doch immer doch sehr übersichtlich, wer gerade führend ist. Ja, fast. Also es ist schon so, dass solange Regionen offen sind und auch Städte offen sind, dann werden die Punkte natürlich noch nicht abgetragen, aber es kann durchaus sein, dass einer ziemlich sicher jene Region wertet und dort einen Vorsprung sich ergattern wird. Aber das wird sich dann im Laufe der Partie entscheiden. Am Schluss ist es tatsächlich so, dass es nur für Kleinigkeiten noch ein paar Punkte gibt, die aber vorhersehbar sind. Das heißt, am Schluss gibt es nichts, was unvorhersehbar wäre. Alles, was in diesem Spiel passiert, ist offen und für alle nachvollziehbar. Das sind ja nur noch, am Schluss sind das ja nur noch die Kleinstädte und dann das, die 3 Geld, ein Siegpunkt. Ganz genau, ja, ganz genau. Mhm. Und wir hatten bei der ersten Partie hatten wir den Eindruck, dass einer hat sich so ein bisschen in Abseits gespielt. Er hatte, er war dann blockiert, richtig. Aber es ist, das gehört ja auch mit zum Spiel dazu, dass man jemanden blockieren kann, dass er über gewertete Städte nicht hin drüber wegfliegen kann. Ne? Es ist ein kompetitives Spiel, es ist ein konfrontatives Spiel mit hoher Interaktion. Das heißt, ich habe ein Interesse, mich auszubreiten auf Kosten anderer, und einer, der nicht aufpasst und sich blockieren lässt oder abschneiden lässt, das heißt, sich nicht genügend Optionen zur zukünftigen Ausbreitung frei hält, der wird sicherlich in diesem Spiel das Nachsehen haben. Das heißt, man muss so ein bisschen langfristig auch überlegen, wo komme ich noch durch, wo will ich noch hin, was ist noch zu schaffen. Es ist also ganz klar ein strategisches Spiel. Und man lernt auch deutlich dazu, dann also mit jeder Partie dann noch, die man dann gegen richtige Gegner dann spielt. Es ist richtig, dass das Spiel eine hohe Lernkurve hat. Das heißt, nach der ersten Partie, wenn man es vorher noch nie gekannt hat, auch nicht den Vorgänger, wobei der sehr, sehr weit weg inzwischen ist, dann wird man nach der ersten Partie
die Erkenntnis bekommen, oh ja, das nächste Mal muss ich aber mehr darauf achten und darauf achten. Auch die Bonusplättchen sind sehr, sehr wichtig. Die sollten mit Bedacht eingesetzt werden. Nicht verplempern, aber auch nicht zu lange zurückhalten. Das ist eine Balance, die es zu halten gilt. Es ist auch ganz wichtig zu sehen, was machen die Mitspieler. Also ein Spiel, wo es darauf ankommt, die Mitspieler zu beobachten. Wo wird Druck aufgebaut? Wo kann man selber Druck aufbauen? Wo ist eine Cash-Cow, die ich nutzen kann und hoffen kann, dass die anderen mich in Ruhe lassen? Und dann halte ich mich natürlich schön bedeckt und hoffe, dass sie mich nicht erwischen und zu Besuch kommen und dann natürlich entsprechend mir Einnahmen wegnehmen. Aber wenn ich dann ein Bonusplättchen habe und dann nochmal die Mehrheit drehen kann in einer Stadt, das ist dann immer ein ganz besonders schöner Coup. Dann nehme ich dem anderen die Punkte weg und heim sie selber ein. Ja, das stimmt. Ich hatte in meinen Partien immer eher die Bonusplättchen am Anfang weggespielt und habe gemerkt, dass sie mir am Ende doch dann gefehlt haben, wo ich dann vielleicht noch einen Zug besser in eine Mehrheit oder in ein weiteres Gebiet noch hätte reingehen können, wo ich dann vielleicht als Zweiter oder Dritter noch Siegpunkte bekommen hätte. Ja, das muss man abwägen und es ist auch in jeder Partie anders, je nachdem, was die anderen machen. Ganz genau, das ist ein gutes Schlusswort, denke ich. Okay. Ich denke, wir haben euch, lieben Zuschauern, wirklich einen sehr guten Überblick gegeben hier über die Partie. Und wir danken euch fürs Zuschauen und lasst uns einen Daumen da, lasst uns eventuell ein Abo da, falls ihr noch keins habt. Macht Werbung an die Freunde. Wir haben uns gut verstanden hier, denke ich, bei dem Queen Games Spieletag hier. Dankeschön auch. Ja, ich danke auch. Tschüss. Tschüss.